Hallo. Willkommen zurück zu Darksiders 3 mit Nia. Und mir. Juhu. Ich wusste gerade wegen Suki dieser... hat mich gerade ganz verwirrt angeschaut, ja. Weil ich nicht angefangen habe anzumoderieren. Ja, aber so komisch. Kein Ja, Leute. Ich variiere einfach ein bisschen. Das ständige Ja, Leute ist doch vollkommen langweilig. Hä? Jetzt kommen wir hier wieder durch. Ja, aber wir waren doch hier vorher schon. Jetzt ist das hier nur offen, aber wir konnten ja vorher schon einfach außen rum gehen. Verwirrt. Geh erstmal weiter. Ich gehe erstmal weiter. Und hier sind wir jetzt wieder draußen. Da. Beschluckt. Kann man da irgendwie rüber? Nee. Von da oben vom Dach oder so? Kommen wir aufs Dach? Musst du so an die Brüste ranzoomen? Ja. Fanservice. Ach so, okay. Guck mal. Da sieht so aus, als könnte man... Ne, da oben waren wir schon. Da oben waren wir, da ist Loot. Da war aber wir waren doch auch auf so einer Brüstung in der letzten Folge. Mhm. Hier oben ist ja gar keine, wo wir dachten, dass wir da schon waren. Wir hätten da einfach runtergemusst, oder? Auf der anderen Seite war die, glaube ich. Der Kruzifix, was sagt denn der Totenkopf? Der sagt da lang. Kommen wir in das andere Haus rein? Ach, wir können hier runter. Nehmen wir doch einfach. Aber nee, nee, wir können nur hier wieder hoch, falls wir reinfallen. Auf der anderen Seite, Feuersprung geht nicht, weil wir im Wasser sind. Können wir rüber schweben eigentlich? Oder ist das zu weit? Oh, nein. Easy. Man schafft es doch. Okay. Habe ich wieder nicht dran gedacht. Wow. Es ruckelt gerade so, ne? Mittelgroßer Lurcherhaufen. Oh, es ruckelt gerade übelst. Weil Dings ausgelastet ist. CPU? Ja. Jetzt warum, nicht mehr. Warum tut sie das? Weiß ich nicht. Jetzt geht's wieder hoch. Warum tut sie das? Jetzt. Oh. Darüber. Ne, wir können einfach da reingehen. Nicht gerade der himmlische Vorposten, den ich erwartet hatte. Wenn wir reingehen. Wir gehen rein? Halt doch zur Abwechslung mal den Mund. Angelina. Reiß dich zusammen. Ja, irgendwann habe ich auch mal einen neuen Professor. Das ist vielleicht CPU ein bisschen gnädiger. Ja, das sollte dann um einiges gnädiger sein. Aber jetzt ist wieder alles runter. Keine Ahnung, was ich weiß nicht, vielleicht war nur da gerade irgendwie das Gebiet super aufwendig. Crappy. Jetzt ist alles gechillt. Sieht ein bisschen aus wie so, ne? Weißt du? Nee. Wie so Bossgebiet. Ja, wenn Dings schon auftaucht, der... Engel! Herren! Sie scheinen sich nicht über uns zu freuen. Komisch. Sollten sie auch nicht. Himmlische Schar, ihr wisst, wer ich bin, was ich bin. Wenn ihr diesen Tag überleben solltet, werdet ihr... Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Gut, ich hasse es zu reden. Fürchtet sich euer Gerüst, oh, holy. Anführer vor mir? Voll erschrocken. Oh, der ist dick. Engel Streiter. Oh, dass es ein Engel war, das den war ich krass. In die Hölle gesehen habe. Achso. Oh, danke, Fairway. Du bist zum Scheusal geworden. Verschwinde in der Verschwende.
können dir jetzt nicht helfen. Ja, mit den Zorn angefangen werden, ganz schön. Genug! Viele Trinken. Oh. Dein Zorn ist fehl am Platze, Reiter. Das bezweifle ich, du Vogel. Uziel, willst du erledigen, was dein Bruder Krieg begonnen hat? Keine Ahnung, was Krieg getan oder nicht getan hat. Ist mir auch egal. Dann bist du hier, um die Seelen meiner Engelsbrüder zu stehlen. Ist doch Tyrael. Glaubst du, ich erkenne eine Waffe so aus, des Fürsten des Abgrunds nicht? Ich diene niemandem außer dem Rat. Ich jage die 7 Todsünden, zumindest die, die noch übrig sind. Doch mich beschäftigt noch etwas. Verrat durch dein ruhmvolles Königreich. Oh ja. Blicke auf mein Werk, du Mächtige, und lache. Wir können uns kaum selbst schützen. Wie sollten wir da einen großen Reiter betrügen? Mein Ross, Wüter, wurde durch Engelswaffen niedergemetzelt, bevor ich ihn zur Erde rufen konnte. Ich will wissen, wieso, und ich will Blut dafür sehen. Nimm mich beim Wort. Ich habe nichts für die Reiter übrig. Dank euch steht die Apokalypse bevor, und wir... Ich weiß von keinem Komplott gegen dich oder deine Mission auf der Erde. Für seinesgleichen ist Uziel ehrbar. Nur weil er nichts davon weiß, heißt das nicht, dass es nicht geschieht. Wie du siehst, habe ich meine eigenen Probleme. Vielleicht können wir einen Handel machen, Reiter. Einen Handel machen? Schlimmes Deutsch, ne? Ja. In letzter Zeit werden meine Truppen heimgesucht und täglich gibt es neue Opfer. Entsetzt erfuhr ich, dass unser wahr gewordener Albtraum meine Brüder ermordet. Abscheulichkeiten. Untote Engel. Auch Dämonen sind ihr Ziel, die sie ebenfalls mit ins Reich der Untoten nimmt. Und wer ist deiner Einschätzung nach verantwortlich? Die einzige Macht im Universum, die zu einem solch ketzerischen Akt fähig ist, ist Wollust. Wollust? Du bist ja verrückt. Ich bin Wollust schon einmal begegnet. Solch eine Macht besitzt er nicht. Und wieso glaubst du, die Welt, die du einst kanntest, sei die, in der wir jetzt leben? Ein namenloser Dämon hat Wollust angeblich die Macht verliehen, es mit den Mächten des Himmels und der Hölle aufzunehmen. Ein Spielverderber in der Apokalypse. Er verwandelt Engel wie Dämonen in Untote. Hirnlose Geschöpfe. Versessen auf Gewalt und Zerstörung. Wenn ich also Wollust eliminiere und damit dein Dilemma behebe, tust du auch etwas für mich? Ist das der Handel, den du vorschlägst? In der Tat, sofern es in meiner Macht liegt. Und wir beweisen, dass wir dir nichts Böses wollen, Reiter. Möge dir diese Kreuzklinge im Kampf gegen Wollust gute Dienste leisten. Wenn wir die wachsende Kraft von Wollust nicht eindämmen, sind wir alle verdammt. Finde heraus, wer mich töten wollte. Im Gegenzug zwinge ich Wollust dazu, die Quelle seiner Macht preiszugeben, bevor ich ihn zerstöre. Abgemacht. Falls ich entdecke, dass du mich belogen hast, wirst du dir wünschen, einer meiner Brüder würde dir das Herz herausreißen. Erlösung. Drücke den rechten Stick, um mit Erlösung zu zielen. Drücke den linken Trigger, um bis zu 4 Ziele zu markieren. Drücke den rechten Trigger und lasse los, um Erlösung zu werfen. Durch gedrückt halten des rechten Triggers, während eine Fähigkeit ausgerüstet ist, wird Erlösung die Kraft dieser Fähigkeit verliehen. What? Also so wie die Dinger, die Krieg auch geworfen hat. Wie ja, das war auch die Kreuzklinge. War auch die Kreuzklinge? Aber die konnte nicht, also ich verstehe das jetzt so, wenn wir in der Feuerform sind. Wollen wir es mal ausprobieren? Hat sie Feuer, wir probieren es mal aus. Okay, ich kann jetzt gerade keine Ziele markieren. Ja, jetzt ist sie Blitz. Ja. Sehr cool.
cool. War auch eine interessante Cutscene. Ja, war eine sehr interessante Cutscene. Wir wissen, dass wir jetzt Jagd auf Wollust machen. Ja. Die böse, böse Wollust. Oh, guck mal, da ist los. Kann ich die auch loopen? Unsere Allianz ist nicht von Dauer, Reiter. Okay, wir können nur mit den Quatsch spielen, mit den Menschen. Nicht, dass die Engel dir das waren der Loot, ich hab gar nicht hingeguckt. Heilungsfragment. Reiter. Was willst du, Junge? Halte deinen Teil lieber ein. Das Loot. Der hat gleiche. Wir uns einig. Da unten haben wir gekämpft, oder was? Da unten haben wir gekämpft, ja. Wir gehen aber trotzdem noch mal ein Stück runter. Hier ist vielleicht noch irgendwo Loot. Da ist zum Beispiel noch Loot. Ja. Ah. Immer schön lecker schauen. Okay, hier geht's nur wieder raus. Aber in der Halle, ist, glaube ich, kein in der Arena war ja nichts. Da hinten ist, glaube ich, noch die Ecke. Nee. Sah so aus. Nee. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Lass mich raus hier. Halte deinen Teil lieber. Ach, er ist dort. Okay. Gucken wir oben nochmal. Genau. Weil hier war ja auch noch was. Da. Ja. Engelsartefakt, jawohl. Sehr cool. Da stößt sich den Kopf. Aber Fury kennt das ja schon. Ich mache das ja auch regelmäßig. Ich wollte gerade sagen, Suki hat Fury da ja sensibilisiert. Kann man das so sagen? So. Geht's da hinten weiter? Ja, ja, vermutlich, ne? Dann gehen wir hier weiter. Waren wir schon, dann ja. Gehen wir jetzt hier weiter. Unmöglich hält ihn deine Drohung zurück. Was? Unwahrscheinlich. Komische Feuerspiele. Würdest du ihm vertrauen? Ich bin es nicht, die sich auf ihn verlassen muss. Vertrauen gehört übrigens nicht zum Wortschatz der Beobachter. Mich eingeschlossen. Du bist unausstehlich, Geist. Richtig gut, ne? Ja. Gerade. Ulta mal wieder einen Besuch abstatten. Wie viel von dem Krempel haben wir jetzt mittlerweile? 5. 5 und 3 eher. Wir brauchen. Brauchen wir nicht 4 von? Nee. Ich glaube 6 schon mittlerweile, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Warte mal, können wir nicht hier. Oh, guck mal, wir können ja erstmal die Dinger kaputt machen. Da haben wir nämlich wieder so ein bisschen Seelen. Ja. Ein bisschen. Kann man. Weiß jemand, ob man was mit der Rüstung noch machen kann? Weil da steht immer nur Basisrüstung. Das klingt so, als könnte man das noch. Ach, die Engelstärkung ist erst auf plus 2. Okay, ich dachte, wir wären schon bei plus 3. Sind wir aber noch nicht. Weil ich finde, Basisrüstung klingt so, als könnte man das aufwerten. Ja. Ulgrim! Oh, hallo Fury. Du strahlst ja förmlich vor Blutdurst. Ich habe keine Zeit für dich, Dämon. Nein, klar. Du bist natürlich ein schwer beschäftigter Reiter, der Länder umbringen und Leute bereisen muss. Hä? Aber du bist auf deinen glorreichen Reisen nicht zufällig auf ein Artefakt gestoßen. Nichts Besonderes. Hä? Ein Artefakt? Wie sieht es aus? Also, eigentlich ist es ein Schmuckstück. Eine Neuheit von den Vögeln gefertigt. Eine Art Kreuz mit spitzen Enden und... Das war vielleicht gelogen. Es ist kein Schmuckstück. Aber sei bitte nachsichtig. Ein Dämon muss auch was essen. Ich habe es gefunden. Es gehört mir. Ich gebe dir 1 Million Seelen dafür. Seelen sind deine Währung. Meine sind scharfe Objekte. Kein Geschäft. Doch du könntest mir von Nutzen sein. Hast du die untoten Engel und Dämonen gesehen? Ah,
die Unlebendigen, leider ja. Jene, die einst unsterblich waren, verdienen Besseres. Ich habe zwar nichts für die Vögel übrig, aber das ist einfach falsch. Dann sind wir fertig. Wenn du etwas hörst, lass es mich wissen. Erschüttert dich denn gar nichts? Verspürst du kein Mitleid, wenn du die einst so Übermächtigen eben jener Macht beraubt siehst, die sie zu kontrollieren suchten, das Leben? Wenn ich herausfinde, wieso sie mich umbringen wollen, schenke ich ihnen vielleicht mein Mitgefühl. Herrje, ist sie kalt. Berauschend. Zumindest für einen hitzköpfigen Dämon. War das Absicht? Ich glaube ja, weil wir gerade die Länder töten, ja, das meine ich, und Leute ja, bereisen? Ich glaube schon. Wieso? Ich glaube schon. Wieso soll das? Das macht keinen Sinn. Das muss ein Dreher sein, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass das Absicht war. Wie du willst. Ich mir irgendwie nicht. Das wird uns beiden Spaß machen. Weil ich finde, Wulgrim wirkt hier ein bisschen verschroben. Okay. Hey, wir sind Stufe 30. Mhm. Wie du willst. Oh. Komm mal, Magieschaden ist schon echt fett, ne? Auf 10. Achso, das haben wir ja auch gekriegt, ne? Von Ultan. Ja. Lurcher, wenn ein Gegner getötet wird. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Ich sorge dafür, dass sie schreien. Sind sie also hergekommen? Wie gehen wir weiter? Ui. Ui. Da hinten ist ein fettes. Ach, das ist die andere Seite? Ja. Die andere Seite. Hinten links war looten. Ja. Da. Wo? Hinten, rechts. Da. Ja, da sind aber auch Viecher. Ja, hier sind überall Viecher. Den nehme ich nicht? Anscheinend nicht. Anstrengend so. Das ist ja strange. Jetzt sind sie. Yay, gut. Das machen wir jetzt immer so. Oh Gott, das LP wird um 100 Folgen länger. Das ist wieder so ein flügelloser Greif. Wobei, der hat Stummelflügel, ne? Ja. So Flügel. Ey, der ist voll eklig. Hallo? Was? Drei. Will ich mal sagen. Au. Das ist ja ganz normales Wasser nur, ne? Ich denke ja, die ganze Zeit, das ist Säure. Da das die Brühe ist. Also ich schätze mal, das ist Säure. Ich sag einfach, das ist Säure. Es ist grün und es tut weh. Also Säure. Klingt eigentlich ganz cool. Obwohl Säure selten grün ist, aber das übersehen wir jetzt einfach. Spüre das Brennen meiner Peitsche! Ein Engelchen. Oh, den können wir aufnehmen. Das ging doch eigentlich ganz gut. Kam da gerade eine grüne Seele geflogen? Ja, das ist ja Gesundheit. Achso, für die, Die Filmheilung. Ja. Darf mir auch wieder voll haben, da liegt noch Loot. Ja, oder? Da. Ganz viel Loot. Noch ein Dämon hatte ich. Hier ist super viel Loot. Ja,
Ja, der Feuer-Konterangriff, wie auch immer, wie nennt man das? Ja. Ausweichkonter? Ausweichkonter, ja. Der ist ziemlich krass. Da ist noch mehr Blubber, grünes Blubber. Grünes Blubber? Wir nennen das grünes Blubber. Okay. Weil wir nicht wissen, was es ist. Halte RT gedrückt. Mehr lösen wir auch irgendwie. Das wissen wir doch. Ja, aber warum kriegen wir das nochmal gesagt? Da! Den Genugschrauber. Bisschen, oder? Ja. Oder? Warte mal. Okay, wir haben einen Hubschrauber bekommen. Ja, oder? Klingt doch so. Ja. Wollen wir nicht erstmal den Loot da noch einsammeln? Wollen wir nicht erstmal den Loot da noch einsammeln? Rechts. Rechts? Oben. Oben? Auf ach, der da. Kiste. Ja, wir können auch hier noch ein bisschen schnetzeln. Da ist auch noch so ein Seelenfluggerät. Aber wollen wir das in der nächsten Folge machen? Machen wir es in der nächsten Folge. Na gut. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss.